Also hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Heute die Düsseldorfer Trade Night im Oh Baby Anna, wo wir jetzt gerade auf dem Weg sind. Parkplatzsituation ein bisschen schwierig, aber wir hatten auch einen entsprechenden Wagen, da kommt man in die kleinste Lücke rein. Wir sehen uns gleich drin. Dafür. Ja, sehr gut. Ist schon mal gut geworden. Sehr gut. Guter Start rein. Machen wir weiter mit Pulisic oder willst du mal zwischendrin eine Niesta machen? Nö. Und pass auf, dass keiner hier die Karten geht. Wenn einer kommt, direkt weghauen. Direkt, wenn er guckt, direkt drauf. Direkt klatschen. Der Schwung sitzt doch. So, genau so. Sehr schönes Ding. Mal kurz in die Kamera hier. Die schönste Karte des Tages hier. Trade Night, Düsseldorf. Pulisic. Machen wir noch vorne was drauf? Vorne doch auch. Vorne machen wir auch noch was. Dann lassen wir die mal trocknen und dann gucken wir die erstmal hier. Also, wie hast du jetzt ertradet, oder was? Nee, hab ich früher schon gehabt. Wie hast du jetzt mitgebracht? Schönes Ding. Lass uns mal ein bisschen teilhaben. Also, du hast dich für Schwarz entschieden, habe ich gehört. Ich denke, bei der Karte Schwarz immer. Und sag ja das kleine Schwarze im Schlafzimmer, ne? Das ist der kleine Schwarze hier. Okay. Wollen wir den schon mal drapieren? Und ab dafür. Ja, da habe ich auch ein paar Sachen für dich. Ja, so. Traum. Kann man machen. Sieht aus, wie wenn er noch zu Dortmund geht oder von Dortmund kommen würde. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Ja, vielen Dank. Aber was dagegen spricht, ist natürlich hier das Weltpokalsiegerabzeichen. Da könnte man sagen, das wird so schnell nicht mehr kommen. Ja. Also ist jetzt ein bisschen laut, aber wir schauen jetzt hier auf eine sehr prominente Trade-Sammlung. Das war alles fünfzig, alles kann weg, keine Piscine. Ja, alles wird noch zum Vertauschen. In der Hauptstadt ist weg. Ja, sie hat den ersten Tausch. Ja, was ist so, wovon trennst du dich am schwersten? Wo hast du lange überlegt, dass es ins Köfferchen geht? Winnies. Ich will die nicht abgeben. Aber die waren doch mal lange PC, oder? Die gehen alle noch. Oh, die gehen, die gehen, die sind auch aus. Ja. Wie lange bist du? Meine Güte. Nee, die Winnie. Einmal halbieren also zu 25. Ich glaube ja, was ich vorhabe, ich schicke sie zu PSA. Stop that. Muss man straight sein, das ist hart oder aus. Ja, das kenne ich nicht ganz gut aus. Nein, aber ich habe noch 10 da. Aber Pokémon machst du noch, oder? Das habe ich eigentlich immer eine Schläge. Von Haaland? Ich dachte, Haaland ist noch PC. Ich bin bei Also, okay. Da gebe ich dir recht und das Wichtigste. Ja, eine kleine, lockere, entspannte Luca Dornschütz, die nur 5000 hat. Ich dachte, da passt aber Handy bei den Paces oder so. Nein? Nur jetzt sehen. Nein. Nein. Also ist schon mal Speck, du hast schon mal die richtige gesehen. Das war Rookie Jersey Auto Astral. Ja, das ist die Identifikation. APA. Wenn jetzt der Buchlein kommt, Come on. Und Nummer 135. Come on. Heinz McBride.
Was? Das ist die richtige Also hier, wie immer mal mit dem lieben Silvio noch in den letzten Taten. Also hier die Ronaldo, wo kommt die her? Die kommt auf direkt aus LA, hat sie den Weg nach Deutschland gefunden. Gekauft oder getradet? Beides zusammen. Sehr gut, okay. Die nächste. Die ist zu fünf. Ja. Home Run. Ja, ja, ja. Dann gibt es nur einmal in der PSA 10. Okay, mega. Kamavinga, Rookie, selbst gezogen. 50 PSA 10. Also selbst aus selbst. Da muss man ein bisschen näher an dich ran. Also selbst gezogen, echt schon still. Was haben wir noch? Selbst gezogen zu 99 aus Prism in PSA 10. Ja, du sahnst auch nur zu PSA 10 ab. Nein, manchmal nicht. Auch selbst gezogen aus der aktuellen Goldkarte zu 9, zu 25. Luki, Degri Museum, Unterschrift. Aber das ist ein Luki, meine Güte. Und die würdest du jetzt alle hergeben? Nicht alle. Das wäre ein bisschen zu viel. Und die Haaland. Zu wie viel ist die? Zu 50. Eieiei. Was hast du da noch mehr gehört? Wir machen noch eine kleine Zwischenwerbung. Ja, kennt man. Ein Ries zu 10. Okay, genau. Frisch dazu heute getradet mal ein Kiel mit Matthäus Score zu 15. Easy. Und noch selbst gezogen. Ja. Das waren jetzt ungefähr die Highlights. Jetzt hier deine Trade-Nummer? Oder? Das sind nur Trades. Die sind alle zum Trade. Alles zum nur Trade. Trade. Das nur, das nicht der Collection. Ja, das stimmt. Vor ziemlich genau einem Jahr, ein bisschen länger her, wir haben uns kennengelernt damals über Bauchmai und wir haben einen Projekt gestartet vor anderthalb Jahren, bei dem wir quasi in der Community haben. Wie war das für dich, so eine eigene Karte zu haben von den Kollegen? Ich war sehr, sehr besonders. Ich fühlte mich sehr geehrt, als Ultra Box mich fragte, ob ich eine eigene Karte haben dürfte. Danke dafür. Und das ist eigentlich schon eine Woche. Also wir hatten hunderte von Leuten, die mich schon so interessiert haben. Und heute sind wir noch als ein heiß begehrter Objekt auf Kabelmarkt. Der Status ist groß, aber heute geht es darum, hast du eine Karte oder hast du keine Karte? Und es gibt am letzten Spieltag, als er 6 Punkte gebrockt hat, in seinem Karriereende. Ich war ja dabei, ich habe die Atmosphäre gespürt. Ich kann es mir kaum überlegen, wie krass es war, wenn man da ein Spieler ist, der von 20 Leuten gefeiert wird. Das wäre so ein Moment. Aber jetzt kein Mic-Drop. Kein Mic-Drop. Mic-Drop.